Noch nicht, noch nicht. Jetzt aber. Okay, dann stürzen wir uns mal rein, woll? Rico! Rico, hörst du mich, hombre? Ich hab hier ein kleines Problem. Große Sache. So geil und so aufgeflafft. Könntest du vorbeikommen? Ich schick dir meine Koordinaten. Komm so schnell, du kannst, Kumpel. Schön, ja. Drifter hat dich vor 21 Stunden besiegt. Wer ist Drifter und warum hat er mich besiegt? Ich besiegt niemand. Okay, wir hatten hier doch noch so ein paar... Hä? Hatten wir nicht... Sag mal, wir hatten hier doch Quests, nur die? Nein. Erinnerst du? Ja, ich erinnere. Erinnerst du Ziki-Stream gestern? Ja, ich erinnere. Ach so, das war übrigens... Das war kein Schwachsinn, was ich gesagt habe, ne? Das war wirklich so bei dem Gegner, bei dem Fetten da gestern. Das habe ich tatsächlich an einem Mittwoch... Star Trek Bridge Crew, minus 50, ja passt ja, hast ja jetzt die Wife. Habe ich tatsächlich an einem Mittwoch aufgenommen und das hat länger gedauert als gedacht und da musste ich dann halt, da bin ich halt in einen Stream gekommen. Du hast ja selber gesehen, wie lange das gedauert hat. Komme ich da hinten irgendwie elegant rüber? Also das war schon eine wahre Geschichte. Star Trek Bridge Crew. Ich will mal eben da hinten gucken. Das sieht irgendwie interessant aus. Warst du den Tag krank? Nee. Ich bin öfters dann mal so gegen 18 Uhr zu Hause. Und manchmal nutze ich die Zeit dann noch, um... Ich habe mir doch gedacht, dass hier was liegt. Um so von 18 Uhr an bis ca. 20 Uhr dann nochmal was aufzunehmen. Also in anderthalb Stunden so in etwa, irgendwie eine Aufnahme. Und ja, da dachte ich auch, machst du nochmal eben eine schnelle Runde South Park. Und naja, du hast gestern gemerkt, wie lange sich das gezogen hat, dieses Genlabor. Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Ich meine, warum du die Aufnahme... Fieber waren oder so. Nein, weil ich zu dir wollte in den Stream. Ist doch klar, Mann. Ist doch Logan. Komm ich denn da am besten irgendwie rüber? Ist ja totaler Mist hier. Versuch's mal irgendwie hier so ein bisschen an der Seite rum. Oder wir müssen uns irgendwie hochhangeln. Das war schon wieder fast lieb. Ach scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wollte auf gar keinen Fall lieb sein. Tut mir echt leid jetzt. Ach Mann, tut mir das jetzt leid. Ich will da oben dran. Hallo. Ja, guck mal, wir können auch da hinten hin. Das passt schon irgendwie. Wow. Saigo, kannst du die nächste Stunde erstmal abschreiben? Der kauft das ganze Steam erstmal leer. Ist das nicht so pralle, das Gefährt, ne? Ich weiß, aber... Aber alle Mann von Bord? Achso, der war nur mal markiert, ne? Die haben wir aber noch nicht gemacht. So, handelt sich nur noch um Stunden hier. Wir hätten irgendein Fliegegerät nehmen sollen. Besser. Nein! Ich sehe deine Smileys irgendwie nicht, Saigo. Warum? Was ist denn da los? Ich habe nur so Vierecke immer als Smileys. Warte mal. Wird mir das hier angezeigt? Ah. Okay. Im Engpot sehe ich den nicht. Komisch. Strange. Warum wird denn der so lahm? In Wellen, ne? Ich glaube trotzdem, dass du halb Steam leer kaufst.
weiß ja, was das heißt, wenn du sagst, nee, mache ich nicht. Jetzt müsste eigentlich wieder der Affe mit den zugehaltenen Augen kommen. Schämt er sich nämlich immer. Okay, irgendwie sagt mir diese Anlegestelle hier was. Genau, wir... Ja, übertreib halt beim Absteigen. Wir waren hier schon mal auf dem Weg. Genau. Und dann kam was anderes dazwischen. Ich erinnere. Ich erinnere das Reh. Das Reh erinnere ich nicht. Ach, die iOS-Emojis. Ach, nee, ist natürlich nicht Apple-kompatibel. Komm ich da dran? Komm ich da dran? Jawohl. So, und jetzt können wir nochmal Gas geben. iOS-Emojis. Nee, die scheinen irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Also zumindest nicht hier in der im Engpot. Hast du nicht gesagt, du startest den PC? Ah ne, den Stream, genau. So, da sind wir wieder. Dann schauen wir mal. Ich bin ja ein bisschen beengt, sehe ich gerade. Da ist er, unser Berufsrevolutionär. Gut, weg und E. Als Maul. Ja, das könnte funktionieren. Keine Sorge, deinem Freund Mario geht's schon viel besser. Ich würde ihn aber noch nicht von hier wegbringen. Hattet ihr nicht gesagt, Sheldon wäre hier? Hey, schön, dass du auch vorbeischaust, Hombre. Wo ist dein Hut? Die Kurzversion. Die Ravello weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Ach, wie konnte das nur passieren? Theo, komm. So eine freche Göre. Das ist aber schon ein erstaunlicher Zufall, Sheldon. Hey, so ist das nicht, Partner. Und das weißt du auch. Ich wollte dich nur warnen, dass die Ravellos Flamme in diesem Moment zu dir unterwegs ist. Die Ravellos Truppen werden bald hier eintreffen, zerstören diesen EMP und töten dann Dima. Du spielst wie immer in beiden Teams, hm, Sheldon? Okay, dann mach mit der Information doch, was du willst. Na, wir sehen uns später, amigo. Schon irgendwie ein Arschloch, der Sheldon, oder? Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Echt nett von dir, Rico, aber auf Selbstmord stehe ich nicht so. Kommt schon, Theo. Nein, nicht dieses Mal, Rico. Viel Glück. Dima, ist der EMP bereit? Ja, Theo hat Talent als Ingenieur. Das Gerät ist stabilisiert. Es wird nicht explodieren. Gut, dann schmeiß das Ding an. Wir werden es brauchen. Wir richten hier die Verteidigung. Rico, ich kann kämpfen. Oh Gott. Mario, du musst es langsam angehen. Doch, das geht schon, Fratre. Dima bleibt bei mir und ich bleibe bei Dima. Pass auf dich auf, Fratre. So, er bleibt stehen, das heißt Zwischensequenz zu Ende. Na, das kann ja was werden, wenn die alle abhauen. Mauszeiger, Mauszeiger. Krebsmenschen. Na? Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Gut, halt dich von dem Teil fern. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. Ja, ja, warte. Hab ich, Ziele? Ich? Geh, sei Rico Rodriguez. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. Hihihihihi. Da kommen ein paar Militärfahrzeuge, Rico. Ja, da gehen ein paar Militärfahrzeuge. Oh, Jets. Das NG. MG. Welches MG? Das habe ich schon selber geregelt hier, Leute. Muss ich hiermit was machen? Kann ich hiermit was machen? Nee, ne?
Ich muss mal kurz mich orientieren. Landungsboote! Gefahr! Was? Ab an das MG! Welches MG? Da hinten das? Ist doch kein MG. Ist eine Quest. Hier muss doch dann irgendwo ein MG sein, oder? Wer schießt denn da? Hui! Keine Muni mehr, Kacke. Rico, der EMP wird beschädigt. Du musst ihn verteidigen oder die Höhle wird überrannt. Ja, aber das habe ich doch. Ist das das MG? Ah, MG. Ja, häng dich unter den Tisch. Das ist ja... Ah. Nein! Njam, 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 njam. Ah, die erste Missy verkacke ich immer. Nicht weiter sagen. Ach, Zicki, wo ist eigentlich das Ballerwasser? Du hast ja Ballerwasser versprochen. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Gut, halt dich von dem Teil fern. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. Ja, ja, warte. So. Ziele? Ich? Geh! Sei Rico Rodriguez. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. Da kommen ein paar Militärfahrzeuge, wow. Rico! Vorwärts! Schnapp dir das MG! So, jetzt probieren wir es nochmal. Hier war das, ne? Genau, da ist es. So, und das kann ich jetzt Minigun benutzen. Wie kann ich das denn... Hä? Mann! Hier geht mir um Keks, Leute. Echt? Nicht jetzt. Kann ich das halten? Hä? Mann! Ich konnte das doch gerade abnehmen. Was habe ich denn da gedrückt? Gefahr, Gefahr. Ja, ich bin am MG. So. Jetzt würde ich das gerne mitnehmen. Minigun benutzen. Habe ich das denn eben gemacht? Drücke E, geht nicht. Drücke R, geht nicht. Wieso denn jetzt? R, das R. Komm schon, Rico, holen wir uns den Strand zurück. Ja, ich bin ja dabei. Im Anflug, Rico. Perfekt. Rico, auf dem Wrack gibt's ein Flugabwehrgeschütz. Nein, geh da hoch.
habe Flugabwehr geschützt. Rico, sie kommen mit Trucks! Mit Trucks? Wo denn? Rico, der EMP wird beschädigt. Du musst ihn verteidigen. Oder nein, die Höhle wird überrannt. Ach, du Heiliger. Hört man doch gerne. Hält Soldaten auf. Fallschirmspringer geortet. Oh. Bringen wir es hinter uns. Du bist immer noch verletzt, Mario. Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Trollenversion. Sonst noch jemand? Ja, er da. Immer noch Fallschirmspringer. Oh oh. Ich werde arm, böser Steam Sale. Echt? Schon so viel gefunden? Muss er da hinten mal was treffen? Da kommen noch mehr Soldaten, Rico. Wo denn? Da. Na komm schon. Ah, die parken aber mistig da hinten. Okay. Von allen Seiten. Echt jetzt? Elektromagnetischer Impuls bereit. Ah. Rico, feindliche Fahrzeuge sind jetzt in EMP-Reichweite. Ja. Wir werden überrannt, Rico. Wir nein, was macht er? Was? Hä? Wow. Ich lade die Energiezellen wieder auf. 44 Titel auf der Wunschliste. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg mir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ja, frische Unterhose und frische Muni. Aber eigentlich ist das gar nicht mal schlecht mit dem Teil hier. Wo denn? Wo? Ah. Wie kann ich das Ding? Ah, so. Muss hier die Kasperkopf schießen. Mach ich doch, oder nicht? Achso, die schießen da drauf. Wir haben Kanonenboote auf dem Radar. Echt? Oh, jetzt schicken ja die schon Schlachtschiffe. Oh, vielleicht kann ich gleich weitermachen. Ja.